Warum nehmen wir gerade im Winter mehr zu? Und vor allem, wie kann man das verhindern? Was kann man dagegen tun? Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Sascha Walicek, ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin und leite das Faustformel-Team. Wir haben uns darauf spezialisiert, genau den Menschen beim Abnehmen zu helfen, die schon viele Diäten hinter sich haben und wo nichts so richtig funktioniert hat. Unsere Strategien sind einfach, alltagstauglich und ganz wichtig, verhelfen dir zu einem entspannten Zugang zur Ernährung. Und darum geht es genau auch in diesem Video. Denn was wir heute besprechen ist, was kann man machen gegen diese lästigen Kilos und Pfunde, die sich so manchmal über die kalten Monate einschleichen. Wir wissen, es sind viele Feiertage, es ist dunkel und kalt, wir wollen keine Bewegung machen. Muss das denn sein, dass wir dann im Frühjahr wieder ein paar Kilo mehr haben, die wir loswerden wollen und müssen? Also, was kann man dagegen machen? Da gibt es verschiedene Problemzonen und da gibt es verschiedene Strategien. Das erste ist das Problem Winterpulli. Gerade im Winter zeigen wir ja weniger Haut und wir neigen dazu, eher die kuscheligen Jogginghosen und Kapuzen-Sweatshirt und die weiten Pullover anzuziehen. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn man seinen Körper nicht spürt, also wenn man sehr weite Kleidung anhat, dass man dann vermehrt zunimmt. Es kann also sehr hilfreich sein, dass du, das heißt jetzt nicht, dass du die engsten, knallengsten Jeans anziehen sollst und einfach alles, was nicht stretchig ist, sondern dass du vielleicht eher auf Leggings zurückgreifst und nicht die weite Jogginghose auf der Couch anhast. Dass du auch mal vielleicht unterm Pulli ein Top hast, das anliegt, wo du so ein bisschen den Stretch spürst, wo du so ein bisschen deinen Körper spürst. Solche Dinge können dir helfen, ein besseres Körperbewusstsein zu behalten und zu entwickeln und damit weniger zuzunehmen. Vitamin D. Vitamin D ist ein ganz wichtiges Vitamin. Es funktioniert auch wie ein Hormon im Körper. Wir produzieren es eigentlich selber. Das ist das einzige Vitamin, das wir selber produzieren. Und zwar mit Sonnenlicht auf unserer Haut. Wir können es auch über die Nahrung aufnehmen, aber es ist in Nahrungsmitteln nicht viel drinnen. Das heißt, das meiste, was der Körper, was der Mensch hat, ist das, was er über die Haut, übrigens aus Cholesterin, in der Haut mit Sonnenlicht produziert. Das Problem ist, gerade in Deutschland und Österreich, in den Wintermonaten ist es zwischen Mitte, Ende Oktober und Anfang März so gut wie unmöglich, Vitamin D über die Sonne zu produzieren, weil die Sonnenstrahlen zu flach sind. Das heißt, es ist gar nicht mehr möglich, außer du gehst hoch hinauf in die Berge, da geht's dann noch. Das heißt, alles, was wir im Winter jetzt haben, das ist der Speicher, den wir vom Sommer noch haben, den wir jetzt aufbrauchen, weil Vitamin D ist fettlöslich, es wird im Körper gespeichert. Du kannst also jetzt versuchen, dass du mehr Lebensmittel wie Butter, Schweineschmalz und solche tierischen Fette isst, die Vitamin D enthalten, aber sehr viel kommt da nicht zusammen. Was ganz wichtig ist, ist Vitamin D an sich, wenn du einen normalen Wert hast, hilft dir mehr Vitamin D nicht beim Abnehmen. Aber in Studien wurde gezeigt, dass wenn Menschen zu wenig Vitamin D haben und sie schaffen es, Vitamin D zu normalisieren, dann nehmen sie mehr ab als Menschen, die einfach einen Vitamin-D-Mangel weiterhin haben. Das heißt, geh zum Arzt, lass deinen Vitamin-D-Wert messen und dann schau zusammen mit deinem Arzt, das kannst du als Tablette dazu nehmen oder als Tropfen, dass du deinen Vitamin-D-Wert normalisierst. Das hilft übrigens nicht nur beim Abnehmen vielleicht, sondern auch für die Knochendichte, gegen Krebs, für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Vitamin für uns. Licht und Luft, da gibt es ein getrenntes Video, das ich schon gemacht habe, wo wir darüber reden, wie wichtig Licht und die frische Luft ist für unseren Biorhythmus, für die Produktion von Serotonin. Kurz gesagt, geh raus an die frische Luft, schau, dass du deinen Biorhythmus auch intakt hältst, indem du vielleicht jeden Tag zum Mittag kurz an die frische Luft gehst, auch wenn es bewölkt ist, auch wenn das Wetter schlecht ist. Und schau, dann kannst du dir auch überlegen, ob du ein Lichttherapiegerät oder eine Tageslichtlampe zulegst, sodass du auch in den dunklen Monaten regelmäßig tagsüber Tageslicht auf die Haut bekommst. Eins der wichtigsten Aspekt, den wir so erleben mit Menschen, ist, dass sie versuchen, so lange wie möglich standhaft zu bleiben. Dieses Mal nehme ich zu Weihnachten nicht zu. Ich lasse das alles aus. Ich lasse alles weg. Und das Problem ist, dass Disziplin etwas ist, was bei den meisten Leuten recht begrenzt ist. Das braucht man auf. Und dann wird es immer schwieriger, Nein zu sagen und irgendwann fällt man um. Und dann hat man sich aber vorgenommen, etwas nicht zu essen und hat es dann gegessen und hat jetzt ein schlechtes Gewissen. Und weil wir ein schlechtes Gewissen haben, und das kennen wir von vielen, vielen Diäten, wo wir auch immer gescheitert sind, sind wir jetzt frustriert und dann kommt zum schlechten Gewissen auch noch das Frustessen dazu. Jetzt ist es eh schon egal, also was soll's. Und das Problem, das ich mit diesem ganzen Zyklus habe, ist das schlechte Gewissen. Denn ich sage, Essen ist mehr als nur die Aufnahme von Nährstoffen. Essen ist Kultur, da gehören Feiertage dazu. Und gerade die Weihnachtszeit sind ganz wichtige kulturelle Feiertage. Das machen wir mit Familie, das ist gemütlich, das ist einfach, das tut der Seele gut und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen sagen wir, du brauchst einen Plan. Und das Gefährliche sind Feiertage ohne Plan.
Im Faustformel Club haben wir dazu ein kleines Modul, einen Minikurs gemacht und wir haben auch einen Art Adventskalender, den jedes Clubmitglied kriegt. Aber die wichtigsten Tipps dazu haben wir dir auch noch zusammengefasst in einem E-Book Feiertage ohne extra Speck. Unter diesem Video kannst du es kostenlos runterladen und dann kriegst du noch ein paar mehr Tipps. Das Wichtigste ist, überleg dir, was sind deine persönlichen wichtigen Feiertage? Das sind, muss nicht sein, dass es die klassischen Feiertage sind. Es kann sein, dass es die Feiertage sind, das ist der Christkindlmarkt mit Besuch mit deiner besten Freundin. Ja? Oder es ist irgendwie die Nikolausfeier im Kindergarten. Was immer es sein mag, such dir eine Handvoll. Es ist so 4, 5, 6 vielleicht Tage raus, die sagst, das sind Feiertage, die genieße ich. Da ist es total egal, was ich esse, was ich trinke. Da mache ich das alles mit. Das Wichtige ist, dass die anderen Tage keine Feiertage werden. Und das ist das Problem, das wir in der heutigen Gesellschaft haben. Wir leben jeden Tag so, als wäre Sonntag. Und bei uns ist Weihnachten nicht der 24., 25., 26., Silvester und vielleicht noch der 31. und 1. dazu, sondern inzwischen geht Weihnachten ungefähr mit Halloween los und dann hören die Feiertage nicht mehr auf bis zum 6. Jänner. Und das kann der Körper dann, so viel Kultur kann er dann doch nicht verkraften. Das heißt, such dir die Feiertage aus, die dir wichtig sind, an denen feiere, und an den anderen ist ein ganz normaler Dienstag und da gibt es eben keinen Zucker und keinen Alkohol. Da wirst du sehen, da kriegst du einen ganz anderen Zugang zu Feiertagen und im Jänner, Februar oder März hast du deswegen nicht mehr Kilos auf der Waage. Obst und Salat, das ist jetzt das Nächste, die Rohkostfraktion. Das ist das, wenn die Leute haben jetzt gesagt, ich habe so viel gegessen und es ist so grauenhaft und ich habe viel zu viel gefeiert. Ab morgen gesund. Und gesund heißt für viele Obst und Salat. Nichts gegen Obst und Salat. Obst und Salat ist wunderbar. Aber im Winter neigen wir dazu, dass wir Sachen brauchen, die wärmen. Und gerade Obst und Salat, Rohkost, vor allem wenn sie dann auch noch vielleicht frisch aus dem Kühlschrank kommt, kühlt uns ab. Macht uns kälter. Das ist in diesem anderen Video, das heißt, warum essen wir Süßes, wenn es kalt ist, erkläre ich das noch ein bisschen besser. Aber prinzipiell ist es so, es kühlt uns ab und wenn wir abkühlen, haben wir vermehrt Lust auf Süßes und Fettes. Und das ist genau, wo dann der Schuss wieder nach hinten losgeht. Sie versuchen sich gesünder zu ernähren, weil sie glauben, sie müssen dafür Obst und Salat essen oder kalte Smoothies trinken und haben plötzlich jeden Tag in der Früh ein kaltes Smoothie in der Früh. Und das haut aber alles nicht so hin und man fühlt sich nicht richtig wohl. Mein Vorschlag ist, ja, Gemüse ist toll, aber mach es vielleicht nicht unbedingt roh. Mach Eintöpfe, röste es im Ofen, dämpfe es. Du kannst auch einen Krautsalat, Kohl oder Kraut ist ein Gemüse, das traditionell im Winter Saison hat. Das ist saisonal jetzt. Das heißt, es ist nicht so abkühlend wie andere sommerliche Gemüse. Also wenn schon Salat, dann macht ein rohes Sauerkraut, Krautsalat oder eben dämpfen, rösten, schmoren, Suppen. Alle diese wärmenden Sachen, vielleicht auch noch mit wärmenden Gewürzen dazu, helfen dir innerlich warm zu bleiben und du wirst sehen, es wird viel einfacher, sich gesund zu ernähren. Wir finden, dass es auch ganz wesentlich ist, Heißhunger vorzubeugen, Heißhunger auf Süßes. Und dafür ist für die meisten sehr, sehr hilfreich, wenn sie der Faustformel folgen. Die Faustformel ist natürlich unser Prinzip. Eine Handtellergröße Eiweiß, eine Faust stärkhaltige Kohlenhydrate, 2 Fäuste Gemüse zu jeder Hauptmahlzeit. Aber wie das genau funktioniert und zusammenhängt, haben wir zusammengefasst im Faustformel-Poster. Das kannst du gut ausdrucken, das ist kostenlos. Auch das habe ich dir unterm Video verlinkt. Lad's dir runter, dann siehst du die Zusammenfassung. Es ist ganz einfach und es hilft, den Blutzucker zu stabilisieren, Insulin runterzubringen und vor allem Heißhunger auf Süßes vorzubeugen. Ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir noch zum anderen wichtigen Punkt und das ist Trinken. Gerade wenn es kalt ist, vergessen viele aufs Trinken, weil beim Trinken, die haben einfach keine Lust auf kaltes Wasser, das verstehe ich, auch das kühlt ab, aber ihr dürft nicht vergessen, auch wenn wir jetzt vielleicht weniger schwitzen als im Sommer, die Luft ist trockener, die wir einatmen und wenn ich jetzt zum Beispiel so spreche, atme ich ja dauernd feuchte Luft aus, das heißt, mir geht jetzt Flüssigkeit verloren und das heißt, gerade bei trockener Heizungsluft, gerade im Winter ist es wichtig, dass wir ausreichend trinken. Das heißt nicht diese mindestens 3 Liter am Tag, die da pauschal immer erzählt werden. Das ist aber so 30 bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Das klingt jetzt kompliziert, muss einfach sagen, okay, bei 60 Kilo, 60 mal 3 ist 1800, das ist ungefähr 1,8 Liter bis 2,1, also um die 2 Liter für eine 60 Kilo Frau. So Pi mal Daumen als Richtwert. Bei 90 Kilo bist du dann ungefähr bei 3 Liter. Das hat also mit der Körpergröße auch zu tun, hat aber natürlich auch damit zu tun, wie viel du sprechen musst, wie kalt oder warm es dir ist, wie viel du schwitzt, wie viel du Sport machst. Diese Dinge spielen alle eine Rolle, es ist individuell verschieden. Aber ganz wichtig ist, rechne mal aus, was so dein Mindestwert ist, bei 60 Kilo ungefähr 1,8 Liter und schau, dass du mindestens auf diesen Wert jeden Tag kommst. Weil gerade wenn man nämlich Durst hat, viele Leute greifen dann instinktiv zu etwas zu essen.
weil ja natürlich Nahrung auch Flüssigkeit enthält. Und eigentlich haben sie gar keinen Hunger, aber sie verwechseln Hunger und Durst. Und statt dass sie Wasser trinken, essen sie dann was. Das andere ist, du musst nicht kaltes Wasser trinken. Wenn es dir schmeckt, wenn es dir gut tut, kein Problem. Denk an Tees, an warmes Wasser, heißes Wasser mit Zitronensaft, das man so vor sich hinnimmt. Schau, dass du genug Flüssigkeit kriegst und trink sie vielleicht warm, wenn dir das besser tut. Also, enge, anliegende Kleidung, zumindest stretchige Kleidung, wo du dich spüren kannst. Schau, dass du deinen Vitamin-D-Wert normalisierst. Schau, dass du rauskommst in die frische Luft und ans Licht und dass du ein bisschen Bewegung machst. Wenn du nicht raus kannst, weil du da im Büro bist, Lichttherapiegerät oder Tageslichtlampe. Mach dir einen Plan für die Feiertage und lad dir unser E-Book runter. Da erkläre ich dir noch mehr Tipps, was du tun kannst, damit die Feiertage ohne extra Speck abgehen. Greif vielleicht weniger zu Obst und Salat. Und dafür mehr zu Suppen, geschmorten, gerösteten Gemüse, warmen, gegarten Gemüse. Auch Salate aus gedämpftem Gemüse, wo das schon vorgegart wurde, sind da oft hilfreich. Lade dir das Poster runter von der Faustformel, damit du die Regeln hast, wie du den Blutzucker über den Tag stabilisierst. Und trinke genug, aber vielleicht nicht notwendigerweise kaltes Wasser, wenn dir das nicht gut tut. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich für dich. Vergiss nicht, wenn dich diese Tipps, diese Art von Videos interessieren, wenn die dir Spaß machen, dass du unbedingt unseren Kanal abonnierst. Wir posten regelmäßig neue Videos mit genau solchen Tipps. Und was mich jetzt noch interessieren würde, was machst du zu Weihnachten, um quasi die Anflut an Süßigkeiten zu bewältigen, die vielen Feiertage, damit du das genießen kannst, aber damit es nicht total ausartet? Schreib's runter in die Kommentare, es interessiert mich sehr.